So, hallo zusammen, wir machen heute einen Test vom Autopilot. Tesla sagt dem so, obwohl es eigentlich nur ein Spurhalteassistent und Distanzhalter ist. Wir gehen jetzt dann gerade mal fahren und probieren mal aus, was passiert und wie sich der verhält. Jetzt fahren wir mal ab. Hier kann man den Autopilot nicht nutzen, weil das fehlt der Mittelstreifen. Man muss links und rechts muss er eine Linie haben, dass er das erkennt. Und hier oben wird leuchten, wenn da Steuerrad kommt, dann könnte man den Autopilot nutzen. Das ist im Moment auf dieser Straße aber da nicht der Fall. Wir kommen aber dann nachher noch gleich zu so einer Straße und das wird nutzen. So, da vorne kommt jetzt die Straße. Jetzt sollte das klappen. Mal schauen, ob er bekommt. Kommt niemand gut. Und jetzt kommt oben das Steuerrad. Jetzt kann man hier zweimal abdrücken. Jetzt ist der Autopilot aktiv. Man sieht, ich habe hier die Hände am Lenkrad. Links und rechts zeigt er an, dass er das erkennt. Ich habe jetzt einfach die Hände hier. Ich habe die Hände am Lenkrad. Und jetzt sagt er schon, ich muss das Lenkrad leicht drehen. Er fängt es oben an zu blinken. Weil er spürt das nicht, dass ich am Lenkrad habe. Jetzt fängt er an zu pfeifen. Und irgendwann schmeißt der nächste Autopilot raus. Jetzt sagt er wieder, ich muss noch am Lenkrad drehen. Wenn ich das nicht mache, schmeißt er den Pilot raus. Jetzt schmeißt er ihn raus. Und jetzt sagt er Achtung. Und jetzt fängt er auch an zu bremsen. Und würde sogar bis zum Stillstand anhalten. Er hält jetzt an. Hat sogar den Warnblinker noch hier. Ich übernehme jetzt, knall den raus. Und da frage ich mich, ich habe die Hände am Lenkrad, der merkt es aber nicht. Wenn man will, dass er das merkt, dann muss man immer einen gewissen Gegendruck geben oder muss ständig wieder so am Steuerrad drüllen. Und ein Autopilot, den ich ständig so machen am Steuerrad und nicht merkt, dass ich hier einen Finger habe, von mir aus gesehen unbrauchbar, macht eigentlich nicht wirklich Sinn zum Nutzen. Wir sehen dann nachher gerade noch eine Alternative. Ich kehre jetzt hier mal, fahre mal in die Gegenrichtung. So. Und zwar gibt es von China, gibt es so Gewicht, das man kaufen kann, von China gibt es. Jetzt geht er gar nicht, kann gar nicht einschmeißen. Jetzt muss ich zuerst das Auto, komplett den Motor noch schnell ausstellen, im Parkmodus und wieder frisch anlassen, weil sonst kannst du den Lenkassistent nicht mehr nutzen, nachdem man quasi mal überbeansprucht hast, dann tut er ihn gar nicht mehr aktivieren. Das ist einfach so. So, jetzt halte ich da schnell an. Alles P rein. Jawohl. So, und jetzt kommt der Hammer. Ich habe etwas gekauft in China. Das ist so ein Gewicht. Das Ganze ist magnetisch. Hebt das so zusammen. Das kann man als Lenkrad hier machen. Kosten sind etwa 25 Franken plus Versand. Das machen wir jetzt mal an und dann probieren wir das Ganze nochmal. Nur noch wissen wie. So. Das wäre mal falsch, also muss es so sein. Das wäre dran, sieht optisch nicht einmal so schlecht aus. Jetzt gehen wir nochmal mit dem Gewicht fahren und schauen mal, was dann passiert. Und jetzt gehen wir nochmal auf die gleiche Strecke in die Gegenrichtung. Und dann schmeißen wir nochmal den Pilot rein. Die Hände haben wir natürlich wieder am Lenkrad, weil wir dürfen ja nicht ohne Hände am Lenkrad fahren in der Schweiz. Das ist verboten, aber ich habe es jetzt eigentlich wieder gleich oder gleich wenig wie voran. Und jetzt fährt es. Im Moment mutzt er nicht. Wir fahren jetzt einmal und schauen, ob er irgendwann mal anfängt zu mutzen. Jetzt sind wir doch ein bisschen schnell in die Kurve hineingefahren. Es gibt so Vorschriften, dass nur so und so viel G dürfen wirken und dann muss er ausschalten. Das ist irgendwie europäisch scheinbar, habe ich mir sagen lassen. Aber mutzen tut er nicht. Man sieht, also jetzt könnte ich theoretisch die Hände wegnehmen. Jetzt davor kommt eine steile Kurve. Da übernehme ich, weil das kann er nicht. Das kann man sagen. Wenn man so in so Kurven nie fährt, dann
Ja, dann fängt er an schreien und kippt dann raus. Das heisst, man kann das eigentlich brauchen, wenn es geradeaus geht, auf Überlandstrassen oder auf Autobahnen kann man es auch brauchen. Aber in so Kurven, wie wir jetzt hier sehen, das macht von mir aus keinen Sinn, insbesondere weil da ja 80 wäre. Und er probiert ja dann immer das so schnell zu fahren, wie er darf. Und mit 80 würde ich jetzt nicht unbedingt um die Kurven herumfahren. Ja, da bin ich in zu festes Weichheit, das kann man so sagen. Jetzt dürfte noch mal eine Strecke kommen, wo wir es noch mal ausprobieren können. Nach dem Kürfchen dann, wenn ich auf das Blättchen schaue, sieht das einigermaßen vernünftig aus. So. Jetzt habe ich da wieder die Finger leicht am Lenkrad. Jetzt fahren wir einfach mal. Und schauen, ob wir auf den Mutz. Also jetzt werden normal, schon lange mal, würde es da blau blinken und anfangen zu pfeifen. Das Gewicht, das sieht glaube ich so aus, für irgendwie, wenn man die Hand wirklich fest am Lenkrad hat, weil es eben ein Gegengewicht ist. Also mein Fazit zu dem Gesamten, die 25 Schutz ist sehr gut investiert, weil es so ist bedeutend angenehmer zum Fahren. Weil ich nicht dauernd muss das am Lenkrad so machen, das ist völlig unnütz, wenn ich immer muss es so machen muss. Nur, dass der Autopilot weiterhin funktioniert. Also ich würde wirklich sagen, die 25 Franken haben sich gelohnt zu investieren. Würde ich also jederzeit wieder machen. Ja. Also das einfach zu dem Gewicht, falls mal einer sich überlegt, so eins zu kaufen. Ich darf sagen, das ist eine coole Sache. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ich würde mich freuen, wenn euch das gefallen hat. Lasst einen Daumen da nach oben und wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal. Wir sehen jetzt, ich habe sogar 60er Schild, vollautomatisch und reduzierte Geschwindigkeit. Und jetzt kommt da vorne noch das 50er Schild. Das sollte ihr auch kennen, wie da vorne zum Blitzkasten. Wenn ihr es nicht erkennt, wäre ich ein bisschen blöd. Ja, hat es erkannt und geht jetzt hier wieder runter. Funktioniert das also eigentlich so weit noch gut? Also, in dem Fall wünsche ich gute Zeit und viel Spass. Danke.